In diesem Video möchte ich euch die Arbeitsweise mit der mehrschichtigen Wand aufzeigen, welche wir zur Version 30 eingeführt und jetzt im Service-Pack weiter verfeinert haben. Die mehrschichtige Wand finde ich unter Hinzufügen, Architekturelemente, mehrschichtige Wand. Es öffnet ein Dialog, in welchem ich die gewünschte Wand auswählen kann. Ich wähle mir hier diese Außenwand Standard, kann die X-Situation hier noch wählen, kann die Wand danach über einen Linienzug abgreifen. In meinem Fall habe ich hier die DXF-Linien im 3D eingelesen. Ausnahmsweise sind die mal genau, deshalb kann ich hier gleich die Punkte abgreifen. Ich wähle mir die Punkte der Wand aus. Und kann diese auf diesem Weg sehr einfach und schnell einfügen. Wir sehen hier gleich schon die Schichtigkeit der Wandhüllen. Ich kann einerseits unter Ansicht wie bisher die Buntseite Wand ein- und ausblenden und ebenfalls kann ich hier definieren, ob ich die Wandschichten sehen möchte oder ob ich nur die ganze Wandhülle sehen möchte. Diese Punkte kann ich übrigens auch abgreifen. Diese virtuellen Schichten sind klickbar. Die Transparenz steuere ich über die Transparenz der Haupthülle, ich wähle Modifizieren, Transparenz und kann hier die Transparenz reduzieren und erhalte dann die materialisierten Schichten. Ich möchte nun auch die Innenwände auf diesem Weg einfügen. Ich wähle dazu nochmal Hinzufügen, Architekturelemente, mehrschichtige Wand, kann hier gleich in die Definition der mehrschichtigen Wand wechseln. Gelange dann in diesen neuen Dialog. Ich wähle zuerst neuen Ordner, definiere hier Innenwände, wähle hier dann neue Wand, gebe dieser Wand einen Namen, kann als erstes wählen, ob es eine mehrschichtige oder doch eine einschichtige Wand ist. Ich wähle die mehrschichtige Wand, definiere dann hier nochmal den Namen der Wandhülle, wähle eine Materialfarbe aus. Dann wäre gleich auch das Material gesetzt. Ich kann dieses aber jederzeit manuell nachjustieren. Ich kann den Typ der Hülle noch definieren und habe unten die Möglichkeit, die Einfügeachse, wenn ich ein Offset definieren möchte, kann ich hier optional zur Buntseite, zur Wandmitte oder in Schichteinstellung definieren wählen und ebenfalls eine Höhe definieren. Ich wähle dann rechts eine neue Schicht. Ich wähle hier den Typ aus. Ich wähle Platte. Gebe der Schicht einen Namen, ein Material und eine Dicke. Wähle eine neue Schicht. Wähle ebenfalls das Material aus und eine Dicke. Kann dann mit einem Rechtsklick eine solche Schicht auch kopieren. Ziehe mir die hier runter. Und kann so sehr schnell und einfach einen Schichtaufbau definieren. Ich wähle dann OK, füge diese Innenwände hinzu. Mit N kann ich den Polygonzug beenden und eine neue Wand hinzufügen. Und habe so auch die Innenwände sehr schnell platziert. Ich möchte nun diese Wand als Installationswand etwas dicker ausführen, dann wähle ich Modifizieren, Optionen, kann hier eine mehrschichtige Wand ändern, wechsle wieder in die Definition der mehrschichtigen Wand, kopiere mir diese Innenwand, benenne sie um, ändere hier die Dicke, wähle dann OK, ich wähle hier E, die Einfügeachse. Und habe hier nun sehr rasch eine dickere Innenwand erstellt. Auch die bisherigen Öffnen können für diese Wände angewendet werden. Ich wähle hinzufügen Fenster, wähle mir hier ein Fenster aus, definiere die Abmessungen und kann diese dann hier einfügen. Ich habe nun auch die übrigen Öffnungen eingefügt. Ich ändere hier nochmal kurz die Transparenz. Und wechsle dann und extra in den Viewer-Modus und kann auch diese hier so einschneiden lassen. Für die Planausgabe füge ich kurz ein Ausgabeelement hinzu,
Wähle hier neuer Schnitt. In der Mitte des Fensters. Und nun wichtig, dass ich unter Exportieren Planausgaben im Ausgabeelement unter Architektur die Option Grundriss wähle. Dann wird hier im 2D der Grundriss gleich mit der korrekten Materialisierung ausgegeben. Aktuell funktioniert diese Materialisierung nur für diese Grundrissdarstellung. Wir werden diese in künftigen Versionen dann auch für die normalen Schnitte ermöglichen. Beim Export als IFC-Datei habe ich die Option unter Elemente, ob die mehrschichtigen Wände nicht ausgegeben werden sollen, als Layer-Set, sprich einfach die Schichtinformation, oder als Constituent-Set, dann werden die Schichten auch gleich materialisiert. Ich wähle hier die mittlere Option aus. Und wenn ich dann das IFC in einem Viewer öffne, sehen wir hier die Materialschichten, welche ich über den Dialog definiert habe. Somit ist der Grundstein für diese mehrschichtigen Wände gelegt und auch bereits in einigen Auswertungen nutzbar. Wir werden in den künftigen Versionen weitere Möglichkeiten hinzufügen.